So einen wunderschönen guten Tag. Jetzt ist hier der Hund. Was ist denn deine Mission jetzt gerade? Ist hier gerade noch deine Videos geschaut und kommentiert und jetzt streamen, damit man ja richtig verwöhnt. Heute Abend noch was wäre wenn? Ja, tatsächlich ist heute alles relativ contentlastig auf dem Kanal, aber ich habe auch wirklich seit 7 Tagen kein Video mehr hochgeladen, glaube ich. Da haben sich dann eben auch die News einfach so ein bisschen gestaut. Aua. Und ja, deswegen kam heute eigentlich, ursprünglich wollte ich wirklich noch ein drittes Video heute hochladen. Also eigentlich ein viertes zu dem Was wäre wenn mit dazu. Das habe ich dann aber jetzt eher auf morgen verschoben. Und genau, deswegen kamen heute so viele Videos online. Heute Abend dann eben noch um 18:15 Uhr, glaube ich. Dann das Was wäre wenn. Genau. Jetzt habe ich mir allerdings gedacht, ey, ich habe jetzt alles fertig. Ich bin soweit durch mit der. Komm jetzt her. Mit der ganzen Nummer. Jetzt kannst du einfach mal ein bisschen live streamen. Deswegen bin ich jetzt auch live und wir zocken gleich ein paar Ründchen Jurassic World Alive. Das wird jetzt hier auch öfter mal passieren. Ich habe mir nämlich jetzt einfach zu dem Handy noch einen Adapter mit dazu bestellt. Mit HDMI-Kabel, allem drum und dran. Das heißt, wir können jetzt hier auch dann schön so ein paar Dino- und Kaiju-Mobile-Games zocken. Ja, und du? Okay. Nebenbei werde ich aber jetzt erstmal noch ganz kurz auch hier auf dem Rechner Twitch öffnen müssen, weil da ich jetzt das Handy hier am PC angeschlossen habe, kann ich jetzt nicht auf dem Handy die Twitch-Einstellungen navigieren für den Fall der Fälle. Der Ton ist anders als sonst. Habe ich das falsche Mikro angeschlossen? Warte mal ganz kurz. Das müsste auf jeden Fall das Richtige hier sein. Ich bin vom Ton anders als sonst. Das kann aber an der Erkältung liegen. Habe ich so eine Erkältungsstimme einfach? Das kann sein, ja. Aber das Mikro ist auf jeden Fall dasselbe. So, Polar, du musst jetzt mal ganz kurz aufhören, mich voll zu sabbern. Ich muss hier unbedingt gerade noch nebenbei Twitch öffnen. Und dann können wir auch sofort loslegen. So. Bei Twitch ja immer alles ein bisschen komplizierter als bei allen anderen Programmen. Geht schon, liegt an meiner Mittelohrentzündung auch noch. Eieiei, dann auf jeden Fall gute Besserung. Dann kommt da aber einiges zusammen, ne? Mittelohrentzündung plus dann eben noch meine Erkältung. Ja, das wird dann auch den Ton erklären, schätze ich mal. Ja, na gut. Dann dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier unten steht, dass das ganze Bild auch nur in 30 FPS aufgenommen wird. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu dramatisch, weil es sollten eigentlich 60 sein. Aber ich habe mal wieder keine Kontrolle über die Technik. Ich habe auch vergessen, die Lichter hinten anzumachen. Was ist denn heute los? So, jetzt sind wir schon zu 6 sogar. Ist doch super. Um 12:39 Uhr sind wir jetzt hier zu 6. Mit mir sind sogar 7 Leute. Das heißt, wir können jetzt hier mal so langsam anfangen. Der legt sich jetzt einfach dahin. Sieht man das? Ich habe noch nie so einen bequemen Hund erlebt wie diesen Husky, ey. Beim Trinken legt er sich auch einfach hin. Sieht man das? Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Gut. Okay. Nein, nein, mach Platz. Oder geh ins Wohnzimmer. Dann würde ich sagen, wir switchen gerade mal ganz kurz rüber. Ich muss das nämlich auch nochmal alles ausprobieren, dass es wirklich funktioniert jetzt. Ich habe nämlich, gestern habe ich Probleme noch damit gehabt bei dem Test, ob wir jetzt auch wirklich Jurassic World Alive hier mal öfter streamen können. Auf dem Tablet geht das alles ohne Probleme, aber auf dem iPhone, da habe ich das Kabel damit verbunden und habe komischerweise keinen Ton gehabt. Ich habe jetzt einfach erneut keine Einstellung verändert und mich schon darauf eingestellt, dass wir jetzt eigentlich
das Spiel im Hintergrund oder im Vordergrund laufen lassen und dass eben im Hintergrund dann irgendwie irgendeine GEMA-freie Musik laufen muss. Jetzt habe ich es heute angeschlossen und siehe da, wir haben einfach Sound. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das zustande gekommen ist. Aber es ist eben wie es ist. Ich werde jetzt noch nur mal ganz kurz hinten die Lichter anmachen. Moment, das stört mich gerade ein bisschen. So, für das Jurassic-Feeling. Okay, dann starten wir mal rein in Jurassic World Alive. Ich habe mal wieder angefangen, so ein bisschen weiter zu zocken und finde einfach so ein schönes Game für zwischendurch. Gerade wenn ich halt mal Bock habe, um so eine Uhrzeit wie jetzt hier 12.41 Uhr online oder live zu kommen, wo dann wahrscheinlich eher weniger Leute mit dabei sein werden, dann macht das halt hier irgendwie Sinn. Da können wir über ein paar aktuelle Themen quatschen und nebenbei Dinosaurier jagen. Ja, aktuelle Themen habe ich ja heute schon ein Video dazu hochgeladen. Jurassic World 4, nenne ich es immer noch, bekommt einen neuen Regisseur. Das ist eben nicht Bryce Dallas Howard, sondern David... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Kann mir Namen nicht merken. Auf jeden Fall den Regisseur von unter anderem auch dem Fast and Furious Spin-Off Hobbs and Shaw. So, das fand ich ja dann schon bedenklich. Bedenklich, sage ich einfach mal. Okay, was ist denn jetzt hier los? Ich hab die App jetzt wirklich... Auch gestern habe ich sie mal kurz aufgehabt, ja. Was erhoffst du dir vom neuen Teil, beziehungsweise was sollte im Film dabei sein? Lustig, warte, Moment mal, ich muss dir was zeigen. Jetzt, wo ich das Handy eh angeschlossen habe, ich habe heute von Sebastian von Filmstarts eine WhatsApp bekommen. Die will ich hier mal ganz kurz zeigen. weil er nämlich geschrieben hat, Moment. Wo haben wir es denn? Achtung, hier. Also David Leitch heißt der genau. Jetzt Jurassic World Filme macht, dann hoffe ich wenigstens, dass ein Dino Riders jetzt verfilmt wird. Darauf habe ich eben einfach nur geantwortet. Ich hoffe das auf gar keinen Fall. Ich hoffe sehr stark, dass der Film einfach trotz allem irgendwie in eine bisschen stärkere Horrorrichtung oder ähnliches geht. Da hat dann Sebastian eben einfach nur geantwortet, ja, er hat auch Bullet Train gemacht, ist halt für Action, der ist halt rein für Action gemacht, aber ich tippe mal, dass die Reihe eh mehr dahin gehen wird. Auf ordentliche Stories brauchen wir nicht mehr hoffen. Das ist Sebastians Einstellung dazu. Ey, ich hoffe einfach, er irrt sich. Ich hoffe wirklich einfach, er irrt sich dabei. Meine Erwartung zu der ganzen Nummer ist nach wie vor, dass wir, wenn wir Glück haben, trotz allem einen anständigen, gescheiten Jurassic-Film bekommen. Ich habe irgendwie, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch mehr Action da reinhämmern, aber ich kann mir auch auf der anderen Seite nicht vorstellen, warum man dann diesen Regisseur dafür engagiert, der halt eben für seine Actionfilme bekannt ist. Es ist wirklich, es ist komisch einfach. Es sind bis jetzt sind das halt so ganz seltsame Vorzeichen. Ja, und es wurde ja eben auch gesagt, wir wollen jetzt zurück zu den Wurzeln und das wird ja alles jetzt nochmal einen Bruch geben, wir werden die Stimmung nochmal von vorne einfangen und du weißt aber halt nicht, was dann davon wirklich gesagt wurde und was dann wieder mal falsch übermittelt wurde, wie die Sache mit dem Reboot. Von einem Reboot war auch nie die Rede, es wurde einfach eben nur irgendwas reininterpretiert und einfach von einer Zeitung genommen, veröffentlicht und einfach alle haben sich geschnappt, ich Idiot ja auch, und einfach weiter rausgehauen. Das heißt, die ganze Nummer wird ja wahrscheinlich sowas wie ein Soft-Reboot werden. Wir wissen es aber halt immer noch nicht ganz genau. Und ich finde das... Ey, ich weiß nicht. Ich habe das Mikro auch falsch da hängen, sehe ich gerade. Wie ist denn eure Meinung dann dazu? Meint ihr, das ist, Was habe ich denn hier gemacht? Meint ihr, das ist ein gutes Vorzeichen, dass der Regisseur bekannt ist für Actionfilme oder sagt, er hat eigentlich nichts zu heißen?
Ich meine, ich habe ja in meinem Video sogar das Beispiel noch gebracht mit dem Regisseur von 7 Minuten nach Mitternacht, der wirklich viel kann. Und trotzdem ist Jurassic World Fallen Kingdom ja grob gesehen nicht ganz so geil geworden, obwohl ich den von Jurassic World mitunter am meisten mag. Aber ich weiß halt nicht, warum man sich genau so einen Regisseur... Oh, da ist ein T-Rex. Für den neuen Film geholt hat. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Hi an Snowdog und hi an Dragon King. Ui an Dragon King, servus. Ui zurück. Glaubst du, es wird mir wieder Hybriden geben? Ich würde einfach sagen, nein. Ich kann es dir aber echt nicht sagen. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich versuchen, immer mehr und mehr und mehr in diese Action-Nummer rein zu switchen. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Du kannst doch nicht einfach den Regisseur von Jurassic Park 2 und 1 zurückholen und dann noch groß rumtönen. Ja, wir gehen jetzt zurück zu den Wurzeln. Dann aber einen Action-Regisseur engagieren und dann einfach noch mehr Action da reinhauen. Wie dumm wäre das denn? Da wäre ja Colin Trevorrow harmlos dagegen. Der hat ja wenigstens nur gelogen. Hey, Kaiju Stamer, schön, dass du am Start bist. Dich gibt's auch noch. Wie geht's, wie steht's? Einen schönen guten Tag an alle. Ich möchte hier gerne mal schreiben, dass ich deine Videos, egal ob Jurassic und Kaiju allgemein, wirklich sehr mag. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, lieber Dennis. Das freut mich auch sehr. Ja, danke dafür. So, lasst mich mal ganz kurz jetzt gucken. Jetzt muss ich hier nämlich aufpassen. Es ist wohl irgendeine neue Challenge, die hier aktuell am Start ist. 24 Mal den T-Rex jagen. T-Rex Generation 2 ist das aber jetzt hier, oder heißt das Gen, steht das für Genom? Keine Ahnung. Scheiße. Ja, das heißt, glaube ich, Generation 2. Ich hätte voll gerne Rexy, ey. Als ich hier mal mit der Community so einen Battle-Stream gemacht habe, habt ihr mich alle komplett platt gemacht, weil jeder von euch einfach Rexy im Team hatte. Und auch komplett bewusst, weil ihr ganz genau wisst, dass Rexy halt hart overpowered ist in diesem Spiel. Was ich sehr scheiße finde, aber deswegen brauche ich die auf jeden Fall auch noch. Und dann werde ich die auf jeden Fall nur noch spielen. Was ist denn das für einer hier? Oh! Da gibt es noch mehr Events jetzt oder was? Von denen brauche ich jetzt 6 Stück. Da pflückst du gerade ernsthaft dein Spielzeug hier? Ja, der Hund ist gerade irgendwie am... Ich glaube, der hat ein bisschen Wut in sich. Oh, Kaiju Stamer, vielen, vielen, vielen Dank. Nee, das warst du ja gar nicht. Entschuldigung, Nachricht zurück. Danke an die Erinnerung, wofür denn? Gen steht für Generation, ja, okay, gut. Nee, ich glaube, die Generation 2, die habe ich sogar schon vom T-Rex. Nur Rexy eben noch nicht. Den Dominus Rex habe ich jetzt inzwischen. Den Scorpius Rex habe ich jetzt schon. Blue. Ich hasse es, wenn das am Bein ist unten. Das ist so scheiße. Aber der hat hier ein bisschen mehr... Das ist ein bisschen schwieriger bei dem jetzt. Habe auch die 2 Monate gerade gemacht von Prime, dann war es doch von dir gewesen. Ich sehe das halt nicht, weil bei mir ploppt es ganz in der Ecke auf und bei euch ploppt es, glaube ich, noch gar nicht auf, ne? Da habe ich noch keinen Alert gemacht. Auf jeden Fall dir vielen, vielen, vielen Dank. Abonniert mit Prime Gaming. Vielen Dank dafür auf jeden Fall für den Support. Dann war mein Dankeschön doch richtig an dich. Dann ziehe ich das Zurückziehen wieder zurück. So. Spinosaurus auch noch. Du bist zu schnell. Alter, ich sitze auf dem Stuhl. Ich bin nur Beifahrer, komm. Ja, ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt, was da jetzt noch die Tage für neue News rauskommen werden. Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir eventuell, aber ich glaube es halt irgendwie nicht, zum Super Bowl noch was.
Ja, wahrscheinlich eher weniger. Wenn dann nur ein Teaser. Ich meine, das Ding soll jetzt ja schon im Sommer 25 rauskommen. Da wäre es zumindest nicht zu früh für so einen Teaser. Dann war ich das wohl. Ich klicke hier gerade gar nicht mehr. Habt ihr beide was dagelassen? Ich muss diese Alerts unbedingt mal einschalten, weil du siehst das hier richtig bescheuert über OBS. Wenn das so ist, dir auf jeden Fall auch vielen Dank. Ja. Ja, dann auf jeden Fall danke. Tatsächlich. Morgen kommt noch ein Video raus. Das ist eigentlich auch schon fertig, das Video, aber ich wollte es jetzt halt heute nicht mehr übertreiben. Noch mal ein Video hochladen. Da reden wir über den zweiten Trailer von Godzilla Kong. Der hoffentlich jetzt nicht heute rauskommt. Das war das ganze Video nämlich für den Arsch gewesen. Denn der Trailer von Godzilla Kong wird ja nicht zum Super Bowl erscheinen, beziehungsweise nicht über dieses Event geschaltet. Einfach aus dem Grund, da beim Super Bowl 30 Sekunden Spot kosten 7 Millionen Dollar. Und da die Monsterverse-Filme halt an sich auch nicht wirklich extreme Erfolge waren, hat man sich eben gesagt, nee, wir wollen das nicht über den Super Bowl schalten. Und da haben jetzt schon die ersten Leute geschrieben, das wird wohl so ablaufen, dass der Trailer vor dem Super Bowl erscheinen wird oder parallel zum Super Bowl, aber eben nicht über dieses Event. Dass beim Super Bowl nur ein kurzer Spot eben gedroppt wird, der quasi sagt, ey, jetzt ist der Trailer online auf YouTube. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Woche den Trailer bekommen von Godzilla Kong. Der ist scheinbar einigermaßen Scar-King-lastig sogar. Wenn das stimmt. Jetzt können wir mal hier die ein oder andere Quelle überprüfen. Es wurde gesagt, dass der Trailer ein bisschen Scar-King-lastiger sein würde. Und dass er halt wesentlich besser ist als der erste Trailer. Das ist immer subjektiv. Aber wenn das Ganze wirklich Scar-King-lastiger wäre, würde es mich freuen, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen erfährt, wer ist das, wo kommt er her, was will der eigentlich. Das war schlecht. Das war richtig mies gerade. 15, ei. Mal eine Frage. Bei welchen alten Godzilla-Filmen bist du eigentlich? Ey, ich habe nicht mehr allzu viel weitergeschaut dann tatsächlich. Und das Ganze ist dann irgendwie wieder eingebrochen. Ich habe dann ja wirklich fast nur Jurassic-Content gemacht. Und dann zwischendurch nochmal so ein Godzilla-Video. Was aber dann einfach keine Sau interessiert hat. Weil es eben, naja, nicht aktuell war. Ne? Ich habe ja quasi nur die zwei Streckenpferde, Godzilla und eben Jurassic. Und jetzt habe ich da so eine schöne Waage gefunden. Jetzt aktuell ist halt auch Godzilla meistens von den Aufrufen zumindest her wesentlich höher. Auch der CPM-Wert ist auf YouTube wesentlich höher bei den Godzilla-Videos. Aber trotz allem ist es jetzt einigermaßen in der Balance. Das heißt, jetzt werde ich wieder anfangen, mir die ganzen Filme anzuschauen. So welche. Auf VHS. Zum Beispiel. Und dann für einzelne Reviews dann darüber zu machen. Okay. Wollen wir gleich mal... Ich muss mal... Moment. An alle, an die ich noch rankomme, die werde ich mir jetzt aber erstmal noch holen. Hier habe ich zwar nicht so viel Leistung jetzt von dem... Moment, ich mache das für euch mal ein Stück... ein Stück runter. Es ist wirklich komisch, mit dem Handy jetzt hier zu zocken. Aber ey, würdest du die vielleicht live auf Twitch gucken? Ach, das ist eine Idee. Aber dann müssen ja Leute zum Teil wirklich alt... Du kommst halt sauschwer an diese Filme nur ran, ne? Ich hab die halt alle mal auf VHS gekauft. Alle da unten stehen, das ist so... Ja. Die alten halt bis zu einem bestimmten Punkt... Wüsste aber halt nicht, wie Leute das dann groß mitgucken könnten, wenn die Dinge halt nicht irgendwie auf Netflix oder so verfügbar sind. Da müsste ich halt mal gucken, ob der erste Godzilla, glaube ich, der Schwarz-Weiß-Godzilla, der war mal bei Amazon Prime drin gewesen. Dann könnte man den wenigstens gucken, das würde funktionieren. Okay, jetzt holen wir uns erstmal hier den Spinosaurus. Bei dem ging es, glaube ich, einigermaßen. Ja, 15, das passt doch dann wieder. So. Ach komm.
hast recht, Andi. Ungeschnittene, du meinst die ungeschnittene Variante. Ist die ungeschnittene Variante aber nicht die rein asiatische, also die japanische? Hast du eine PlayStation oder ein PC? Ja, beides. Man könnte den Film darüber abspielen. Ja, aber ich kann das ja nicht. Um mich geht's ja dabei nicht. Geht mir darum, dass ich dann eben einfach sagen kann, passt auf, wir gucken jetzt diesen Film live, weil der ist jetzt umsonst irgendwo verfügbar. Sonst muss ich halt immer sagen, ey, wir gucken jetzt irgendeinen Film live, also kauft den euch mal. Deswegen will ich da halt drauf achten, dass auch so möglichst viele Leute halt irgendwie umsonst an diesen Film rankommen. Das war der Hintergrundgedanke dabei. So, was rennt denn da hinten rum? Das Vieh kann ich mir noch nicht holen. Da haben wir auch noch einen. iPhone 24 Baryonyx Generation 2. Habe ich, glaube ich, noch gar keinen von, meine ich. Komm schon. Ja. Das war mein einziger Volltreffer eben gerade. Krass. Die rausgeschnittenen Szenen sind tatsächlich dann in der deutschen Version mit reingeschnitten. Ah, ich erinnere mich dran. Ja, ja, ja. Aber ohne Untertitel. Was sau bescheuert ist. Die Szene, wo sie dann diskutieren über Godzilla, quasi wie in so einem Ausschuss, was sie als nächstes machen werden. Du hast da einfach keine Chance, Untertitel einzublenden. Du verstehst dann nicht, was da gesagt wird. Zumindest in meiner Version war das so. Ist alles auf Japanisch, genau. Aber das ist ja auch okay. Warum nicht einfach mit Untertitel dann? Das ist ja total dumm. Ich weiß bis heute nicht, was da besprochen wird. Ja, diese Godzilla-Filme, die sind wirklich, das ist ja so schwer und auch so kompliziert, alles von mitzubekommen. Die müssten da wirklich einfach mal so eine geile Box rausbringen. Von mir aus nochmal eine komplett Neuauflage von allem. Also den ganz alten Film mit den japanischen Szenen aber drin, aber dann eben mit Untertitel. Dass du halt wirklich auch komplett alles gucken und verstehen kannst. Warum gibt's sowas noch nicht? Der Pandaman meint immer nur irgendwas von wegen Rechte. Irgendwas rechtlich geht da nicht, keine Ahnung. Da müssten wir eben mal gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Jetzt haben wir hier auch nochmal Charlie jetzt sogar. Okay, dann haben wir jetzt da eine Goldvariante. Blue. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier jetzt für ein... 3 Niederlagen oder eben 3 Siege. Mal gucken, was da drin ist. Oh Gott, das ist ja aber schwach. Das ist ja aber ganz schwach. Dann gehen wir einfach mal da rein für den Anfang. Wir nehmen ihn da mal mit. Wir nehmen mal die Kompis mit, wir nehmen den Scorpius mit. Wir nehmen den Indominus Rex mit. Und wenn alle Stricke reißen, nehmen wir hier noch Blue mit. So. Ich glaube, das Ding, das holen wir uns jetzt. Das kann nicht so schwer sein. Hast du den Scorpius? Ja, den habe ich. Den Scorpius Rex habe ich. Da. So, mal gucken von der Stärke her. Ja, sind die natürlich jetzt weit über dem, was die anderen da drauf haben. Aber das macht ja nichts. Für die Belohnung holen wir uns einfach trotzdem. Und ich weiß noch, ich war hier letztes Mal wirklich begeistert gewesen vom Indominus Rex, was der drauf hatte. Ich fand das echt ziemlich geil. So von der Taktik her. Was macht er denn? Achso, er tarnt sich jetzt schon mal, genau. Nämlich diese Tarnfunktion, das heißt, wenn ich jetzt angegriffen werde, bekomme ich deutlich weniger Schaden. Und dann war der auch von dem Biss, glaube ich, extrem stark.
Nicht von dem, sondern von dem, wo die 1 draufsteht. Kann ich noch nicht machen. Was das war, weiß ich gar nicht mehr. Reinigt alle negativen... Okay, das ist so eine Hilfsattacke. Ja, okay. Gut, mit einem Schlag halt bei Level 9 zu 12, das ist jetzt dann auch nicht so... Ist halt ein krasses Monster, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Noch eben, dass hier bei dem Auge eben auch dieser Pfeil oben drauf ist, das heißt, die Attacke wird immer zuerst ausgespielt, wenn ich hier jetzt drauf gehe. Das heißt, ich kann mich immer erstmal schützen vor anderen Angriffen. Das ist schon ziemlich geil. Obwohl so ein Raptor-Angriff, glaube ich, auch böse enden könnte jetzt, ne? Fällt mir gerade mal so nebenbei ein. Der ist Level 10. Den Dominus nur Level 12. Ich bin dran, Sekunde. Entschuldigung. Ich bin Level 12. Das könnte gut ausgehen. Mit einem Hieb, ey. Ja, komm, das Ding machen wir voll. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so das Problem hier. Welcher war das? Der da. Ja, nehmen wir einfach den Indominus nochmal mit. Würde ich mal sagen, und bleiben bei dem Team jetzt hier. Diesmal kämpfen wir noch gegen einen Spinosaurus. Der tatsächlich auch eine richtig fiese Attacke drauf hat, ne? Wir beginnen mit den Kompis. Der kann nämlich diese komische Attacke, dass man anfängt zu bluten. Und das ist nämlich sau nervig. Ja, das ist die Attacke. Aber ich glaube, die ist jetzt nur da, bis ein Kompi stirbt. Ne, die ist auf die gesamten Kompis jetzt gelegt. Wie krass. Das ist gut zu wissen, ey. Weil den Spinosaurus habe ich auch und ich hasse es, Kompis als Gegner zu haben. Aber wenn diese Blutenfähigkeit auf alle jetzt drauf ist, dann sind sie jetzt hier einfach gleich tot. Weil normalerweise ist es immer so, dass egal wie stark dein Angriff ist, du tötest damit immer nur einen Kompi. Das heißt, die haben quasi sowas wie 3 Leben im Endeffekt. Das ist jetzt sehr gut zu wissen, ey. Ja, komm. Letzter Angriff der Kompis. Danach werden sie es nicht mehr schaffen. Ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir holen den Indominus Rex jetzt mal ins Spiel. Godzilla 98, das ist der, der wie ein Rex aussieht, genau. Aber ich mag den Film tatsächlich eigentlich ganz gerne. Dann kann man als Godzilla-Film, kann man da vielleicht sagen, das war nix, aber als Film an sich ist der jetzt nicht so verkehrt. Das ist halt ein richtiger Roland Emmerich-Katastrophenfilm. Das ist... Ich finde es okay. So, jetzt haben wir hier dann noch den Velociraptor. Mal gucken, ob wir den auch noch klein kriegen. Und der halt sehr stark vom Angriff, ich wollte es gerade sagen. Na, wird's doch nochmal spannend gerade. Und dann nehmen wir jetzt... Komm, wir gucken mal, was der Scorpius Rex drauf hat. Und auch der hat nämlich so eine richtig fiese Kombo. Okay, das tötet ihn mit einem Schlag. Kein Scheiß auf die Kombo. Dann machen wir das jetzt so. Musst du leider off. Hoffe dir noch einen ruhigen und erfolgreichen Stream. Ja, vielen, vielen Dank, schön, dass du am Start warst. Mach dir noch einen schönen Tag und eventuell ja bis zum nächsten Mal. Hau rein. So, jetzt noch ein Kampf, glaube ich, und danach bekommen wir den Hauptpreis, ne? Ich weiß gar nicht, was da überhaupt drin ist. Ein episch und ein selten. Ich muss das öfter machen. Ich habe voll Bock, mir den... Giganotosaurus anzulachen.
mach den mal ganz kurz raus, den Indominus Rex, und will mal meinen T-Rex einsetzen. Aber dem war, glaube ich, das Ding, dass der halt sau langsam ist. Ich glaube, der T-Rex, der kann in keiner Variante, außer eben Rexy, kann der zuerst angreifen. Wir nehmen trotz allem nochmal unsere Kompis und hoffen, dass jetzt nicht der Spinosaurus wiederkommt. Okay, der T-Rex. Bin ich jetzt mal gespannt. Der T-Rex hat nämlich, glaube ich, tatsächlich so einen starken Angriff, dass der zwei Kompis am Stück... kann doch nicht, okay. Der kann nur ein Kompi am Stück töten. Und das meine ich jetzt aber halt. Das ist so das Ding an diesen Kompis, was viele einfach hassen, die als Gegner zu haben, weil du kriegst die einfach so nur sauschwer klein. Und ich meine, wenn ich die jetzt sogar einen Rückzieher machen lasse und die austauschen danach wieder neu einsetze, dass dann sogar wieder neue Kompis kommen. Allerdings werde ich die jetzt hier mal nicht austauschen, lieber. Weil der wird mich jetzt mit seiner Blutenattacke wahrscheinlich fertig machen, schätze ich mal. Nein, er macht die Attacke. Den wilden Stoß sogar. Das könnte ein Fehler gewesen sein, mein Freund. Jetzt macht er... Ja, okay, gut. Das war natürlich ein Riesenfehler vom Spinosaurus. Weil jetzt kann ich nämlich... ohne... Wir nehmen mal hier. Können wir mal einen T-Rex. Ohne mir Gedanken zu machen, einfach in den Kampf reingehen. Dass er diese blutende Attacke nochmal machen könnte. Ja, das war jetzt nicht unbedingt sehr... der erfolgreiche Rematch T-Rex gegen Spinosaurus. Easy. Der Raptor. Wieder sehr spannend. Wenn der mich jetzt nicht killt mit einem Angriff, danach ist er tot. Die Raptoren kann man halt... Ja, okay, gut, mit so einem Biss nicht. Darf man aber halt nicht unterschätzen, ne? Mit diesem Sprungangriff haben die manchmal sau viel Schaden. Ja. Das war ein Erfolg, würde ich mal sagen, wa? Ja, mal gucken, was wir jetzt in den beiden Karten drin haben. Einiges an Geld, an Münzen, an Pfeilen. Velociraptor ist okay. Dinosaurus, ja. Oh. Smilodon. Den habe ich noch gar nicht, glaube ich. Der ist noch nicht mal entwickelt. Nett. Aber ich hätte lieber mal so einen Giganotosaurus oder sowas. Haben wir irgendwo in der Nähe noch was, wo wir vielleicht nochmal reingehen könnten? Was haben wir denn hier? Da wird jetzt schon ein bisschen kniffliger. Da ist der Giga aber mit dabei. Boah, krass. Es könnte sein, dass dieses Ding hier mir den Giga sogar... zumindest eine Karte davon gibt. Also diese... Belohnung da am Ende. Was haben wir denn hier drin? Das sehen wir nicht. Nur so eine Box. Komm, wir versuchen's. Es könnte jetzt halt sauschwer werden, weil das ja wirklich drei Saurier sind, die eine extreme Angriffskraft haben. Ah, okay, das wird jetzt wirklich... Ja, ich glaube, das könnte so klappen. Wenn das jetzt nicht klappt, danach werde ich den Spinosaurus mal mitnehmen. Weil der eben die blutende Attacke kann. Wir versuchen's. Giga Level 15. Oh, das könnte jetzt sein, dass... Der kann mich möglicherweise mit einem Angriff jetzt auch schon zwei von diesen Kompis platt machen. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ja, okay. Der kann wirklich übergreifend angreifen. Ach, du Scheiße. Und er kann sich Energie dazu schnabulieren. Das sehe ich jetzt ja erst.
Oh Gott. Okay, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Blue. Bitte nicht Blue. Er lässt mich nicht austauschen, okay. Na gut, 1-0. Dann holen wir jetzt hier mal den Hybriden nach vorne. So, und hauen den Giga einfach mal weg. Albertosaurus, der müsste jetzt ähnliche Kraft haben wie der T-Rex. Wird jetzt nämlich saugefährlich dann. Aber er dürfte nicht immun sein gegen diese Verwirrungsattacke. Nee, ist er nicht, Gott sei Dank. Ja, damit kriege ich ihn auf jeden Fall weg. Das war die Nummer 2. Na, ich glaube, Zilla ist nicht mehr in einem Godzilla-Film mit dabei. Ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Dazu wohl Hollywood die Schnauze voll, als aber auch Toho. Vielleicht macht's Toho nochmal irgendwie auch Spaß in irgendeinem Gag oder sowas, wie bei dem einen Film. Aber ich glaube nicht, dass da noch großartig was kommt. Okay, letzter Angriff. Und ihn? Wieso greift er mich? Er darf mich nochmal angreifen, tatsächlich. Okay. Dann wird jetzt Folgendes passieren. Wir machen jetzt einen Risikoangriff. Der zwar nicht sehr stark ist, aber der trotzdem zuerst angreifen könnte. Ja. Gut. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was wir am Ende rausbekommen. Ein bisschen Giga-DNS wäre halt schon geil. Nichts. Keine DNS, kein gar nichts. Das war's. Bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Wir haben Bumpy. Seit wann habe ich denn Bumpy? Das ist ja witzig. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich Bumpy einfach habe. Bewerte diese App. Ja, aber nicht jetzt. Sehr interessant. Da unten ist noch ein Spinosaurus, aber der ist sogar ein höheres Level dann. Das hier ist der... Was ist da der Unterschied? Okay, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Bums hier. Kennt ihr die Zeichentrickserie Godzilla, die früher lief? Ja, ja, klar. Das ist ja die Fortsetzung von Roland Emmerichs Godzilla. Es lohnt sich hier übrigens nie, sich Werbung anzuschauen für diese zwei kostenlosen Dinge. Ach, scheiße. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Das Fernsehen gucken, während wir warten. Oh nein, danke. Ich spiele lieber das neue Spiel, was ich gerade gefunden habe. Royal Match. Ist das das Spiel, bei dem du den König rettest? Wisst ihr noch, wo man sich noch Mühe für Werbung gegeben hat? Ohne Werbung. Ja, das Spiel kenne ich. Es hat eine tolle Grafik. Das ist manchmal so krass. Wie ist diese eine App? Aber die haben sich ja noch wirklich voll viele Leute runtergeladen. Wir lieben dieses Spiel. Goldesel. Habt ihr mal eine Goldesel-Werbung gesehen? Ja, ein Goldesel-Werbespot? Ladet euch jetzt Royal Match herunter und erlebt es selbst. Yay! Hab gestern wieder mal Jurassic World 1 geschaut und mir ist mal wieder klar geworden, wie dumm so manche Szenen sind. Ja, Jurassic World wird auch nicht unbedingt besser, wenn man ihn öfter schaut. Kann ich bitte diese Werbung jetzt hier überspringen? Gott, ey, jetzt hab ich... Oh! Eben noch gemeckert und jetzt einfach Charlie DNS bekommen. War nur 9 Stück, aber das ist ja egal. Genau, und die Dilophosaurus bekommst du hier einfach ständig dazu. Das ist so krass.
Okay, das haben wir auch abgehakt. Dann geht's zurück in den Kampf. Und zwar, was ist denn noch in der Nähe hier großartig? Das hier wird ein Endboss sein, schätze ich mal. Nicht der. Sondern der hier. Na, kommst du jetzt her? Abosaurus, das wird ein Endboss sein. Ich meine, ein paar von euch sind ja auch tatsächlich bei mir in diesem Clan hier drin bei Jurassic World Alive. Aber ich glaube, da ist jetzt noch niemand so wirklich am Start. Ich gehe einfach mal auf Autobeitritt. Ah, mit wem gehe ich rein? Mit dem T-Rex, der hat 15. Er ist halt der stärkste, ne? So von der Beißkraft her war das eigentlich nie verkehrt. Wir bleiben dabei. Ich gehe mit dem T-Rex rein, mal gucken, was draus wird. Ich habe auch schon Momente, wo der einfach zuallererst platt gemacht wurde. Der Indominus Rex wäre, glaube ich, auch nicht dumm gewesen. Bumpy, da geht jemand mit Bumpy rein. Das wäre jetzt mal interessant zu schauen, was Bumpy wirklich drauf hat. Obwohl in diesen Bosskämpfen, da geht es ja eigentlich eh nur darum, schnellstmöglich die Energie von dem Endboss auf Null runterzukriegen. Wirklich Taktiken gibt es da eher selten eigentlich, ne? Komm, nur einen brauchen wir. So. Zwei T-Rex haben wir auf jeden Fall schon mal hier im Team. Was ja sehr gut ist, denn die ziehen auf jeden Fall am meisten Energie ab. Was war das denn gerade mit dem Sound, ey? Was geht denn hier ab? Ich erlöse euch gerade mal ganz kurz von dem Sound im Hintergrund, das war ja eben gerade widerlich. Wir gehen auf jeden Fall mit dem Angriff hier rein und motivieren gerade mal unsere Gruppe ein bisschen. War der Sound bei euch eben gerade auch so komisch? Habt ihr das eben mitbekommen? Hört sich ja ganz seltsam an. Ich mach das hier mal ganz kurz nicht, ne? Alleine für euren Ohrschutz mache ich hier den Sound mal aus, bei dem Kampf jetzt hier zumindest. Wir machen den gleich wieder an und hoffen, dass das dann sich wieder gelegt hat. Okay. T-Rex-Angriff, das war schon mal sehr stark. Warum hat der eine jetzt geheult? Ist da schon einer raus? Nee. Bisher hat aber auch nur Bumpy auf die Fresse bekommen, ne? Okay, wir machen jetzt mal den Angriff hier. Und belehren einfach mal die anderen so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, was eben gerade mit dem Ton los war. Es hat sich halt nur ganz schrecklich angehört bei mir. Okay, der Boss darf jetzt angreifen. Da waren die Jurassic Park-Teile angenehmer zu schauen, weil die auch die letzten paar Tage geschaut habe. Ja, ich finde generell Jurassic Park ist so ein bisschen angenehmer, weil die versuchen aber auch nicht so eine pseudo-intelligente Geschichte mit einzubauen. Die sind ja relativ simpel gehalten von der Story eigentlich und Jurassic World versucht dann da wirklich so auf Krampf irgendwas ganz Komplexes und Globales aufzubauen und das klappt halt einfach nicht. Ich glaube, Jurassic World, die Trilogie, wird auch über die Jahre einfach immer vergessener werden. Ich glaube, die hätte sich auf jeden Fall nicht so lange, wie Jurassic Park sich gehalten hat. So, ihr Lieben. Dann gehen wir jetzt mal rein in den Angriff.
Zumindest sollte ich den nächsten Angriff vom Raptor jetzt überleben. Ich weiß auch gar nicht, ob der Gruppenangriffe beherrscht. Muss ich mal kurz den Sound wieder reinhören? Nee, okay. Er bleibt für den Kampf einfach mal aus. Da hat sich das Spiel wahrscheinlich... ist irgendwas schiefgelaufen. Und wir sind nur noch zu dritt am Start jetzt. Ist der eine eben gerade rausgeflogen, weil er keine Verbindung mehr hatte? Da stand nämlich eben gerade was. Auf. Ah, auch kein kritischer Angriff. Ne, sind noch alle da. Auf jetzt zum letzten Angriff. Und dann gucken wir mal. Diese Bosskämpfer, die schmeißen nämlich eigentlich auch mal gar nicht mal so schlechte Werte dann raus. Da gibt es, glaube ich, auch manchmal ganz gute Karten. Und auch DNS. Also Rexy hätte ich auf jeden Fall noch gerne und den Giganotosaurus. Das wäre... Ampi ist tot. Das wäre auf jeden Fall so ein Traum für mich. Wir müssen ganz kurz mal den Typen verhöhnen, der eben gerade gestorben ist. Und ich reg mich einfach mal wie ein richtiger Deutscher pseudomäßig darüber auf. Ich will mich aufregen. Dankeschön. So. Kritischer Gruppenangriff. Aber so krass war das gar nicht. Die sind zwar immer größer, die Bossgegner, aber die haben, glaube ich, einfach dieselbe Stärke wie die ganz normalen Raptoren zum Beispiel oder auch T-Rexe. Deswegen wird er den nächsten Angriff wohl nicht überleben, schätze ich mal. Ja, dieses Schakalvieh ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schwach vom Angriff her. Er macht nur einfach eine ausweichende Attacke, sehr clever. Jetzt zum Schluss nochmal. Das war schon extrem dumm, aber das war's. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt rausziehen können. Und bitte nicht schon wieder irgendwas mit Blue, weil da ist jetzt Blue drauf, aber von Blue habe ich eigentlich schon so viel DNS. Okay, der ist neu. Und Blue, episch, geil. Naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Den Omega. Ach nee, der ist Omega von der Seltenheitsstufe. Da sollte ich eigentlich mal schauen, dass ich da heute noch alle 6 von denen zusammenkriege, ne? Den Ton können wir, glaube ich, wieder anmachen. Ja, der ist wieder normal jetzt, ne? Ups. Ich hasse das, wenn diese Punkte an den Beinen bei denen sind. Da ist das so ein Akt, dieses scheiß Mittelding da zu treffen. Oh, das war halt ganz schlecht gerade. Komm, ey. Ja, komm am Bein, ey. Du kannst mich mal, du dämliches Mistvieh. Kann man das sehen? Er zerpflückt gerade da unten mit aller Liebe sein Spielzeug. Er hat gerade den Spaß seines Lebens. Er wird es nicht wegräumen. Das ist dann wieder meine Aufgabe. Wehe, du frisst es jetzt. Gut. Oben haben wir noch einen Baryonyx. Hier haben wir aber noch eine Baustelle, an die wir nochmal rangehen könnten. Oh, hier wird nur eine Niederlage erlaubt. Das heißt, wir müssen den Kampf jetzt gewinnen. Die sind aber auch nicht gerade stark. Da gehen wir jetzt mal mit denen rein. Nehmen wir noch Ghost mit, komm. Ghost und Red. Ja, Trost, die Raptoren wollte ich nämlich auch mal sammeln. Ich habe 2 von 4. Ich liebe Hunde. Ich bin auch voll der Hundemensch.
ab und zu versuche ich rauszufinden, was er denkt, weil, also ein Husky ist schon sehr speziell von der Art, wie die sich auch verhalten. Der Polar läuft regelmäßig gegen Laternen draußen, weil er nicht aufpasst, nach hinten guckt und wieder abgelenkt ist. Weiß gar nicht, wie die Demetrodöne? Weiß gar nicht, wie die Metrodöne in der Stärkeskala hier sind. Okay, das Vieh ist auf jeden Fall krass schnell, das weiß ich. Und trotzdem sind meine Kompis schneller, das finde ich sehr geil. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, der ist aber auch nicht sonderlich stark gerade, oder? Aber auch nur Level 8, ja, das ist, gut. Dann irgendwie auch nachvollziehbar, dass da nicht allzu viel bei rumkommt. Velociraptor ist schneller als die Kompis, aber nicht, wenn ich die Attacke mache. Der ist mit einem Schlag dann sogar weg, das ist schon krass. Oh, das ist nicht verkehrt. Wenn der mal ein Level aufsteigen würde, wäre das auch eine schöne Sache. Okay. Da haben wir nochmal den Spinosaurus. Von denen brauchst du aber 24. Das ist halt schon echt extrem viel hier. Das ist schon extrem viel bei dem. Schon. Oh nein, komm schon. Ach komm. Aber ganz okay. Mit 89. Da geht schon ein bisschen was zusammen dann. Genau, das wäre hier nämlich erstmal. Oh Moment, da hinten komme ich aber auch noch dran. Ich mache den mal noch ganz kurz, weil 3 von 6. Ich habe jetzt quasi noch dreimal die Chance, von 64 auf 100 DNS-Punkten zu kommen. Wenn ich das nicht schaffe, bekomme ich den nicht. Und der hat einen Omega-Status, ist eigentlich ganz geil. Aber was ist das überhaupt für eine Skala? Du kriegst 3 Punkte, wenn du den triffst, aber 10, wenn du in die Mitte kommst, oder was? Ja, tatsächlich. Okay. Das war... Ah! Habe ich noch 2 Versuche, jetzt bin ich auch... Bin ich schon auf 70 oben? Müsste ich eigentlich sein. 87, okay, das schaffe ich. Mathekenntnisse halt hardcore schlecht, ne? Das sollte ich auf jeden Fall schaffen, wenn ich ihn jetzt irgendwo wieder finde. Aber ansonsten haben wir hier den Spinosaurus noch irgendwo gehabt, ne? Da ist noch ein Baryonyx. Was haben wir denn jetzt hier? Im Schutzgebiet ist irgendwas Neues. Das hier ist übrigens mein Clan. Also wenn jemand das Game auch zockt, könnt ihr da gerne reinkommen, mir eine Anfrage schicken unter Kaijuverse. Da sind schon ein paar Mitglieder drin. Aus der Community, von YouTube und von Twitch. Warte ich dann gerne dazugesellen. Und vielleicht auch den ein oder anderen Bosskampf dann mal gemeinsam bestreiten. Irgendwas wollte ich gerade machen. Wieder vergessen. Okay. Das Ding da ist noch frei, genau. Was haben wir denn jetzt hier? Endet in 2 Stunden und 30 Minuten. Erlaubt dir 3 Niederlagen. Oh, die sind jetzt aber auch schon relativ hoch, ne? Und du darfst nur 2 Saurier mitnehmen. Das sind 2 gegen 1. Ach du Scheiße. 3 gegen 2. Der T-Rex wurde schon mal ausgeschlossen, nur Tiere, die folgende Klassen haben, gerissen. Oh, das ist aber jetzt krass. Ich glaube, da habe ich relativ wenig Chancen. Da muss ich dann eben reingehen mit dem
Scorpius Rex und mit den Kompis, da habe ich keine andere Möglichkeit. Aber da würde ich dann sogar eher sagen, dass ich mit den Kompis zuerst reingehe. Boah, aber ich muss da auch 3 Kämpfe mit denen bestehen. Ne? Also 3 Stück muss ich gewinnen. Hallo, wie lange geht der Stream noch? Keine Ahnung. Ich habe da jetzt keine Zeit festgelegt. Machen wir den Kompis den Anfang. Wie riesig der ist, ne? Wenn man jetzt hier einfach mal die Häuser auch als Vergleich sieht, ist das schon geil. Ist ein bisschen zu groß, oder? Kann das sein? Hey, ein Ultimate Phoenix-Fan. Schön, dass du am Start bist. Ach, fuck, er hat diesen Angriff gemacht. Ey, das ist jetzt... Das wird auf jeden Fall ein bisschen zu krass, glaube ich, jetzt hier gegen die 3. Ja. Ich habe jetzt eh keine so starken gerissenen Saurier, außer halt den Scorpius Rex vielleicht. Und dann aber auch noch 3 gegen 2, ist ja wirklich krass, ey. Okay, warte mal. Der Spinosaurus ist auf jeden Fall schneller. Kann der seine scheiß Bluten Schelle schon wieder machen? Nee, kann er nicht. Sehr gut. Gut, dann haben wir den schon mal raus. Jetzt fehlen halt immer noch 2. Und er ist wieder schneller als ich. Oh, das wird jetzt wirklich eine Qual werden hier. Kann ich den mit einem Schlag? Auch nicht. Ah, das wird zu krass, glaube ich. Er tauscht ihn sofort aus. Ja, okay, das Vieh ist auf... Das Vieh ist jetzt langsamer als der Scorpius Rex, oder was? In welchem Universum das denn? Oh, wirklich. Ey, ich bräuchte 3 Saurier. Wieso kann ich denn nur 2 Stück nehmen jetzt hier? Okay, die Fähigkeit ausweichen ist natürlich echt schwierig, ne? Und er kann anscheinend auch nach jedem Angriff automatisch zurückschlagen. Ich frag mich, ob der auch hier gegen immun ist. Nee. Hätte ich mir die Attacke mal lieber aufgehoben für den jetzt. Das war eigentlich saudumm. Wenn der mich jetzt nicht tötet, aber der killt mich jetzt, ne? Ja. Ey, der nächste Angriff hätte der gesessen, hätte ich den Kampf einfach trotzdem gewonnen. Ist also gar nicht mal so unmöglich. Aber es ist ja nur einer von 3 gewesen, ne? Wo ist denn das Ding? Wo ist er denn? Da ist er doch. Einer von... Nee, das ist nur ein einziger Sieg, einen einzigen Sieg, den ich brauche. Auch nur eine Seltenkarte. Also hier war auf jeden Fall schon mal nicht das Problem gewesen, dass ich den Scorpius Rex am Start hatte. Aber ich habe sonst keine anderen starken... Ich bin halt echt angewiesen auf den Pompi und auf den Scorpius Rex. Das sind die beiden einzigen, die ich hier einsetzen kann. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, wäre wirklich zu gucken. Ja, ich muss die beiden mitnehmen. Na, Blue bringt es mir jetzt aber auch nicht. Blue würde halt einen Angriff hinkriegen. Mit Level 14 wäre der aber mit einem Schlag weg, wenn das Vieh angreift. Naja, komm, wir müssen das nochmal so versuchen. In der Hoffnung, dass es irgendwie anders abläuft als mal. Ich hoffe, es geht noch den gesamten Heimweg. Je nachdem, wie lange du jetzt noch einen Heimweg hast, kann das schon sein. Ja, komm. Andere Taktik, diesmal fangen wir an mit dem Scorpius Rex. Der Spinosaurus war das Problem gewesen.
Weil der mit seiner blutenden Kralle anfängt, genau diese Scheiße hier. Allerdings kann ich mich da jetzt nicht reinigen damit? Geht es? Ach, der kann die Reinigen-Attacke auch nicht. Ach, ey, das ist wirklich mit nur zwei Dinos echt scheiße. Okay, das war eine scheiß Idee so rum. Das war eine saudumme Taktik. Letzte Idee, die ich dann gleich noch hab, wenn ich es jetzt wieder verkacken sollte, wonach es gerade aussieht, wirklich dann Blue mitzunehmen und zu hoffen, dass der Spinosaurus wieder zuallererst kommt. Das wäre noch eine Option. Weil wenn der Spinosaurus dann nämlich zuallererst auftaucht und seine komische Attacke macht, wäre der Raptor trotz allem um einiges schneller. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Aber das war sogar eben die Attacke, die das Bluten vom Spinosaurus hätte wieder... Moment, das geht doch aber alles. Kette? Was bringt das denn hier? Reinigt alle negativen Statuseffekte. Dazu müsste doch aber auch zählen, dieser beknackte Blutenangriff vom Spinosaurus, oder nicht? Oder habe ich da einen Denkfehler? Weiß das irgendjemand von euch im Chat? Kann ich mit der Fähigkeit Reinigen auch das Bluten ausschalten? Weil wenn das gehen würde, wäre das natürlich ein Checkpot. Ja, das geht wirklich. Okay, krass. Ah, okay. Er hält sich aber wacker hier, der kleine Kompi, ne? Er hält sich wirklich wacker. Aber das wird nichts mehr, ne? Und da war die andere Taktik auf jeden Fall besser. Mit dem Scorpio Strikes hätte ich es fast geschafft gehabt. So rum war das eher eine dumme Idee. Letzten Versuch haben wir jetzt eben noch. Das ist eben die Frage, wo ich jetzt weiß, dass die Kompis auch die Reinigen-Fähigkeit haben. Doch wieder die Kompis mitzunehmen. Weil... Ich bräuchte einfach meinen Indominus oder meinen T-Rex. Den Indominus Rex kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Nee. Nur gerissene Saurier. Halt scheiße. Ah. Also hat Blue die Fähigkeit Reinigen auch, ja. Nur geht Blue wahrscheinlich drauf. Ach so, Moment, das ist das hier. Einmal haben wir die Ausweichen-Funktion, genau. Die hilft aber nicht bei dem Blutenangriff. Und dann haben wir das hier noch. Nee, Blue kann das nämlich eben nicht. Blue würde allerdings mehr... Oh, es ist wirklich kacke. Der gerissene Angriff vom Scorpius würde auch Schaden über Zeit generieren. Ja, mit dem Scorpius Rex bin ich auch super gefahren. Die erste Runde, die ich eben gerade gemacht habe, habe ich auch fast geschafft gehabt. Hätte der Scorpius Rex noch einmal vorher angreifen können, hätte ich auch gewonnen gehabt, die Runde. Es liegt also an dem anderen Charakter, den ich jetzt noch mitnehmen muss. Da habe ich jetzt immer die Kompis mitgenommen, habe aber nicht bedacht, dass die ebenfalls die Fähigkeit haben, sich zu reinigen. Würde eher Ghost anstatt Blue nehmen, da Ghosts Angriff, dass da Ghost Angriffe verringert, Chancen auf Ausweichen hat und seinen Speed erhöht. Der ist aber halt nur Level 11 bei mir. Soll ich ihn trotzdem nehmen, meinst du? Obwohl er nur Level 11 ist? Macht das Sinn? Hat Ghost aber auch die Fähigkeit, sich irgendwie... Der hat diese reinigen Sache halt auch nicht, ne? Macht mehr Sinn als Blue, meinst du? Das Ding ist halt, der Spinosaurus hat ja die Fähigkeit, einen Angriff
zu machen, bei dem die Figuren anfangen zu bluten. Das heißt, wenn der Spinosaurus mich angreift, ist der Charakter, den er damit dann trifft, ja eigentlich so gut wie tot, wenn die Figur eben nicht die Reinigungsfunktion hat. Demnach müsste ich doch eigentlich, und schreib mir, wenn das ein falscher Hintergrundgedanke ist, einen Dinosaurier mitnehmen, der die Chance hat auf Selbstreinigung, damit das Bluten dann aufhört. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Wäre jetzt eben die letzte Chance in dem Kampf jetzt hier. Maybe mit Scorpius beginnen und gerissenen Angriff machen. Dann wäre das Bluten weg. Bist du dir da ganz sicher? Weil ich glaube, das habe ich vorhin auch getan. Reinigt Verwunden. Ja, doch, tatsächlich. Du hast recht, steht auf jeden Fall da. Reinigt Verwunden, tatsächlich. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt mit Scorpius, Rex und Ghost. Das wäre jetzt deine Empfehlung. Dann machen wir das jetzt so. Wenn du mir ein Go gibst, dann versuchen wir es jetzt auf die Art und Weise. Und fangen dann eben mit dem Scorpius, Rex an. Und gucken, ob wir dann damit irgendwie da durchkommen durch die ganze Nummer. Erhöht die Geschwindigkeit um 10% in der ersten Runde. Oder eine Runde. 75%ige Chance. 77. Okay. Reduziert Schaden um 50%. Bla bla bla. Ja. Würde ich so machen. Dann geht's jetzt auf in den Kampf. Letzter Versuch. Wenn's nicht klappt, dann ist es eben so. Haben wir wenigstens vorher noch die anderen beiden Mission geschafft. Wir fangen jetzt an mit dem Scorpius Rex. Ihr müsst jetzt den Spinosaurus ausspielen, genau. So, da der jetzt zuerst angreift, wird er auf jeden Fall diese scheiß blutende Wunde machen. Dann werde ich jetzt schon mal hier drauf gehen und werde dem entgegenwirken. Okay. Finde ich schon mal eine ganz geile Sache. Verwirren oder ich mache ihn einfach. Ne, er kann ihn nicht direkt platt machen, ne? Der wilde Stoß ist halt sehr stark, okay. Sehr schön. Die Betäubung wirkt auf jeden Fall. Machen wir ihn jetzt hier mit dem Angriff fertig. Habe ich ihn jetzt besiegt oder nicht? Doch, habe ich tatsächlich. Okay. Dinosaurus ist raus aus der Gleichung. Scorpius Rex ist noch am Start. Sehr gut eigentlich. Bei dem Kleinen wusste ich jetzt hier allerdings nicht genau, was für eine Stärke der hat. Okay, er hat immer einmal automatisch angegriffen, genau. Oh, scheiße. Boah, ich wollte gerade schon sagen, das wirkt jetzt nicht. Achtung. Ich den damit komplett klein. Der hat aber Ausweichen aktiviert. Dann wahrscheinlich eher nicht, ne? Machen wir die stärkere Attacke. Er tauscht aus. Das heißt, in diesem Fall wäre das jetzt hier wahrscheinlich das Ende vom Scorpius Rex. Er hat nur seinen Angriff erhöht. Perfekt. Dann habe ich jetzt hier nämlich einen schönen Austausch. Oh. War das jetzt so schlau? Ja, doch, war schlau, glaube ich, ne? Ghost lassen wir dann auch direkt angreifen. Dass der gar nicht erst zur Pötte kommt. Weil ich glaube, der hätte mich jetzt mit einem Schlag weggemacht. Gut. Dann sind wir wieder im Rennen. Und auch hier scheint das jetzt tatsächlich geklappt zu haben. Vielen, vielen Dank an Ultimate Phoenix Fan.
Sehr geil. War ja mehr als machbar, ne? Geile Sache. Vielen Dank. Was bekommen wir jetzt da? Okay. Die Metrodon Generation 2. Da ist auch nichts. Oh, Spinosaurus. Okay. Sehr gut. Oh. Ich hab den sogar schon. Krass. Das habe ich jetzt ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Obwohl, das ist halt der Spinosaurus, glaube ich. Ah, den muss ich nicht unbedingt aufleveln. Aber der Baryonyx, der war ja nicht verkehrt. Wo habe ich den denn? Ganz da unten. Auf Stufe 6. Ja, ich müsste die alle wahrscheinlich mal so ein bisschen höher leveln. Mit der Zeit. Ich habe zum Glück nicht mehr solche Probleme, dass ich zu schwache Dinos habe. Hast du dir die welche dazu gekauft oder hast du das auch einfach so gemacht im Spiel? Weil ich habe das Gefühl, dass wenn du das Game normal spielst, also die Saurier werden immer stärker, je stärker du auch wirst. Oder kommt man irgendwann an den Punkt, wo du einfach generell overpowered bist in dem Game? Kann ich meinen Kaffee jetzt mal hinstellen. Die Animation sehe ich gerade. Müssten halt hier angepasst werden, dass wenn ihr Embryosaft raushaut, dann müsste das jetzt so. Kurzen Test. Ja. Noch über das Logo am besten. Dann kommt die Animation dahin. Und dann müsste die auch beim nächsten Mal sichtbar sein. Test Nummer 2. Jawohl. Gut. So die neuen krassen kann ich mir zurzeit nicht leisten mit DNS und Münzen. Okay. Das heißt, du hast die aber auch nicht gekauft, sondern du hast es auch ganz erspielt, oder was, die ganze Geschichte? Jetzt haben wir denn hier oben noch ein bisschen Geld mit dazu. Eine Fütterungsbox. Okay, das lassen wir erstmal geschlossen da unten. Und da haben wir die nächste T-Rex-Mission. Ist aber halt auch nicht Rexy, ne? Ich würde zu gerne irgendwie an Rexy rankommen, aber ich weiß auch nicht, ob das nur irgendwie so eine spezielle so ein spezieller Moment war, wo man Rexy bekommen konnte, oder ob man die generell irgendwie fangen kann. Hab nie gepaid, alles klar, ja. Weil nämlich, es gab irgendwie so eine Aktion, als ich auf den Malediven gewesen bin. Da hat mir irgendjemand geschrieben, ey, da ist gerade irgendwie so eine krasse Aktion bei Jurassic World Alive. Ich hab's aber nicht mitgemacht. Und ich glaube, damals war irgendwas mit Rexy gewesen. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Das haben wir abgeschlossen. Da haben wir noch hier ein. 4 von 6. Das wird eng. Aber den anderen haben wir ja auch schon fast gehabt, ne? Das ist der Baryonyx? Ne, da ist er doch. Nochmal die 26 mit dazu. Haben wir noch schon. Geil. Okay. Die Mission ist erfüllt. Neuer Omega-Saurier. Omega ist immer geil. Mit Omegas kann man immer flexen. Grüße. Grüße auch zurück. Ist das dieses Mobile-Game, bei dem man Dinos zähmen kann? Ja, genau. Ist quasi wie Pokémon Go, nur mit Dinosauriern. Nein. Oh, und weil der Omega ist, der jetzt erst Level 1. Ist das euer Ernst? Wo ist der?
Ist halt wirklich erst Level 1. Ach du Scheiße. Kann der in Level 1 mit Level 1 irgendwas reißen? Eher schwieriger, ne? Wahrscheinlich eher etwas schwieriger. Dann haben wir dann noch Bumpy. Und da haben wir nochmal den Spinosaurus, den ich dann höchstens damit auch nochmal ein bisschen... Aber das ist der falsche Spinosaurus. Obwohl, wenn ich den weit genug hochgelevelt habe, wird er wahrscheinlich auch einiges drauf haben. Müsst ihr mal schauen, was der noch alles für Attacken drauf hat. Gott, im Gegenzug zu dem... zu Generation Nummer 2. Da steht noch ein Raptor rum, okay. Ansonsten ist jetzt hier nahezu alles außerhalb meiner Reichweite. Den Boss könnten wir nochmal machen, haben wir aber vorhin auch schon gemacht. Und da haben wir noch einen rumrennen. Den wollte ich gar nicht. Dahinter steht noch einer, ich glaube... Das war auch nochmal der Omega-Fatzel, genau. Dann machen wir das gerade mal fertig hier und gucken, dass wir noch irgendwie ein, zwei DNS-Punkte dazukriegen können. Ja, gut. 29 ist besser als nix. Das heißt aber, könnte ich den jetzt eben auch, weil er halt einen Omega-Status hat, direkt mitnehmen in den Kampf? Oder wäre das halt bei ihm eine saudumme Idee, weil er erst Level 1 ist? Weil es ist ja eben schon so, dass die ganzen Saurier, die quasi, naja, selten sind, meistens besser sind als die gewöhnlichen. Ich bin wieder zu schnell. Ich sitze auf dem Stuhl, Mann. Okay. Na gut. Will ich jetzt trotz allem nochmal ganz kurz hier reinschauen. Was der für Fähigkeiten hat. Dieselben Fähigkeiten wie der andere auch. Macht es dann Sinn, den hoch zu pushen? Ja, komm. Gerade eben wegen der Blutenattacke. Die dann sehr hilfreich ist, wenn der Gegner so ein Dreier gespannt hat. Ist dann schon ganz geil eigentlich. Ja, komm. Jetzt mal ausprobieren, wenn es halt überhaupt nicht funktioniert, werde ich den anderen Spinosaurus wieder reinsetzen. Der ist jetzt auf einem wesentlich höheren Level. Wo ist er jetzt? Da oben. Tauschen wir die einfach gerade mal aus. Aus der Runde. Ja, ob Sinn macht, weiß ich halt nicht. Werden wir dann noch sehen. So, der hat auch noch 6 von 24. Und 96 ist auch ganz akzeptabel. Okay. Na gut. Dann gucken wir uns gerade nochmal kurz die Dilophosaurier an. Obwohl, können die Dilophosaurier auch so richtig was reißen? Weiß das jemand? Weil das sind eigentlich schon coole Saurier.
aber irgendwie sind die im Kampf halt echt nicht so geil. So. Einen Raptor hole ich mir auch mal noch. Es ist einfach so ein Unterschied, ob du einen gewöhnlichen Saurier jagst oder eben einfach so ein Omega-Vieh, ey. Ja, okay. 147, ey. Bei dem Omega habe ich maximal 32. Nee, 23 war es, glaube ich, gewesen. An DNS bekommen. Der gewöhnliche und der seltene nicht wirklich. Okay, da brauchst du dann wahrscheinlich auch den Epic oder den. Ja. Gibt's auch ein Omega davon? Vom Dilophosaurus. Den haben wir auch noch. Nein, brauche ich aber jetzt auch nicht mehr. Die Metrodon steht da auch noch rum. Da hätten wir noch vom Spinosaurus ein bisschen was. Das kann man natürlich auch noch mitnehmen. Oh Gott. 15, na komm her. Gut. Das wäre jetzt erstmal soweit alles abgehakt. Hier habe ich jetzt heute gar nichts gemacht. Da habe ich sogar noch Dinge aktiv, sehe ich gerade. Ja, hau rein. Charlie auch nochmal, nicht verkehrt, okay. Gut, da weiß ich dann auf jeden Fall auch Bescheid. Beim nächsten Mal werde ich dann hier erstmal die ganzen Kisten öffnen. Und mich dann auch nochmal in den Kampf stürzen. Entweder auch gegen euch ganz gerne in der Community oder halt machen dann die Kampagne wieder weiter oder wir werden Online-Kämpfe dann machen. Das gibt's dann aber erst im nächsten Stream, ihr Lieben. So, müsst ihr mal auf neue Season klicken. Ist das so? Warte mal ganz kurz. Oh, okay. Zum Aktualisieren dann eben wahrscheinlich, ne? Ja. Gut. Weiß ich dann eben auch Bescheid beim nächsten Mal. Und ja, würde ich sagen, es gibt es einfach jetzt mal öfter. Wahrscheinlich dann aber eher morgens oder vormittags. Dann gibt es dann eher so die Jurassic World Alive Streams. Wenn ich dann abends live komme, ist dann wahrscheinlich mehr so Reaction-Content wieder da eben auch. Wie man das so gewohnt ist von den ganzen Sachen. Ich denke mal jetzt, die nächste Zeit werden auch noch weitere Videos rauskommen von Filmstarts, Moviepilot, zum Thema Jurassic World 4. Jurassic Outpost hat schon ein Video hochgeladen, dazu werde ich noch eine Reaction machen. Und dann schauen wir uns dann generell nochmal ein bisschen Godzilla Kong-Content an auf der ganzen Nummer. Und ansonsten gibt es dann eben morgen auch wieder ein YouTube-Video zum Thema Godzilla Kong. Und heute Abend um 18.15 Uhr gibt es das Was wäre wenn der Indominus Rex in The Lost World Jurassic Park 2 gewesen wäre, auch auf YouTube. Und dann werden wir uns einfach dann morgen hier wieder live auf Twitch sehen. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag und bis morgen oder bis später, je nachdem. Macht's gut, ciao, ciao.